Hallöchen, heute zeige ich euch den zweiten Teil von den Lunatic Hospital. Letztes Mal hatte ich euch ja gezeigt, gehabt das Erdgeschoss und den ersten Stock. Heute machen wir den zweiten Stock und das Dach. Und dann können wir das ganze Modell mal nochmal komplett ausmessen und gucken, wie es ist. Und hier haben wir nun den zweiten Stock. Der zweite Stock ist super aufgebaut. Es ist von außen auch nett verkleidet. Man sieht ja auch hier die ganzen Sachen, die dahin hinkommen, diese Spitzen, Fenster, alles Mögliche. Und wie gesagt, die Treppengeländer, die ja schon letztes Mal gesagt, ja, das ist die Hölle. Wir haben jetzt hier von innen drinne den Essbereich, also das ist der Speisesaal. Mit Tische, Stühle, Würstchen, Croissants, Kuchen, alles Mögliche drinne. Ja, hier ist nochmal ein Versuchsraum, also ein Arzt. Ja, so eine kleine Arztpraxis ist hier drinne. Damit Liege, Licht und Spritzen. Alles Mögliche, was da noch alles so reinkommt. Dann haben wir hier auch noch mal den einen Raum, wo der Wärter drinne sitzt und alles beobachtet und aufzeichnet. Damit hier auch, ja, Aufzeichnungsgeräte haben wir hier, die Kameras. Dann haben wir hier auch noch mal an der Seite diese roten Warnlichter, wenn irgendeiner ausbricht und flitzen sollte oder es hier Unruhen gibt. Wie gesagt, hier ist ja auch wieder alles gefliest. Ja, Fliesen ohne Ende. Und von unten ist es auch optimal gebaut. Platten, Platten, Platten. Alles schön verstärkt. Wir haben hier Feuerlöscher drin, wir haben hier Grünzeug drin. Ich kann es hier nochmal so in der Hand drehen. Grünzeug an den Fenster, da haben wir Blumen, da haben wir ein paar Feuerlöscher an der Seite. Also wunderbar. Also von außen sieht es richtig schön aus. Die Struktur nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. So, dann werde ich das auch mal wieder jetzt hier, habe ich euch das gezeigt, dass ich da das mal hier kurz wieder drauf setze. Und ich hoffe, dass ich nichts abreiße. Ah, hier ist doch schon wieder was. Hab ja schon wieder was geklimpert. Hier ist doch schon wieder. Ja, das ist schon ein Flieser gefallen. Ah, Leute. Ah, siehst du, das war das Treppengeländer. Das mir abgebrochen ist jetzt. Sag ich doch. Komplette Treppe zusammengebrochen. Das ist das, was ich sagte. Das ist nämlich die Hölle auf Erden, dieses Ding. Das muss genau hundertprozentig passen. Ansonsten ist es nämlich von Poppes. Keine Ahnung, was da jetzt wieder abgefallen ist. Wie das hinkommt. Das ist doch wieder. Also sowas liebe ich gar nicht. Sowas liebe ich nicht. Absolut nicht. Keine Ahnung, wie das hin kann. Ja, muss ich mal gucken. Machen Sie erstmal so zusammen. Dann gucke ich das mal. Also das ist, was sage ich ja, mit dieser Treppe da, das ist ein Krampf.
Also das bemängel ich natürlich dann stark, dass dieser Treppenaufgang von den Stockwerken. Nee. Na, hier sieht er auch selber. Das muss ich aus meiner Seite legen, muss ich gleich mal gucken, wie ich das wieder zusammen bastel. In der Bauanleitung. So, wir haben jetzt das Dach. Da haben wir die Gorgels. Da, 4 Stück. Und dann noch hier diese Verzierung hier. Also das ist natürlich toll gemacht, ne? Also das finde ich schön hier. Das ist wirklich, wirklich optimal gemacht hier. Wir haben auch hier den Treppenaufgang. Als jetzt schwarz ist, sieht man es schlecht, aber hier, wo mein Finger durchguckt, da haben die hier eine Tür reingemacht, eine schwarze. Da ist eine schwarze Tür drin. Auch wieder alles gefliest, also Wahnsinn. Hier haben sie noch mal so ein kleines Türmchen mit dem Licht hier. Mit dem Glas. Ein buntes Glas drin. Und das ist auch nicht schlecht. Das ist auch gut gemacht. Das ist auch Türnummer hier drin. Hier habe ich jetzt den Suchscheinwerfer. Da habe ich das Licht drauf gemacht zum Drehen. Das wäre jetzt kein Problem, das Licht anzumachen. Aber jedes Mal die Lichter dann in den Stockwerken zu machen, nee, da habe ich keine Lust drauf. Da muss ich was anderes machen. So ein Kabel und so weiter. Naja, also das hier ist jetzt schon mal das gute Stück, was wir jetzt hier haben. Und jetzt mal gucken, wie ich das als nächste Treppengeländer abreiße. Das ist auch wieder so ein Fummelding hier. So, wir gucken jetzt mal, was wir jetzt hier für eine Höhe haben. Das ist ja mächtig gewaltig. Und wir haben hier 52 cm mal 34 mal 55, na 52, 52 in der Breite. Also ist es mächtig gewaltig. Die Klemmkraft der Steine ist gut. Dass die Treppe zusammengebrochen ist, ist geschuldet, wenn es nicht oben mit dem scheiß Treppengeländer da vernünftig passt. Dass es da nicht reingeht. Das ist natürlich jetzt so ätzend. Finde ich nicht so toll. Und hier oben diese Platte hier. Ich mache das mal. Ist ein bisschen gewellt, sieht ihr das hier? Da. Da muss ich noch mal gucken, dass ich es ein bisschen weiter runter kriege. Das sitzt mir zu viel auf Spannung. Aber ansonsten ist das toll aus toll. Also das ist wirklich, das macht schon was. Es ist schon nicht schlecht und scheiße ist das Ding schwer. Das wiegt ein paar Kilo. Das ist schon eine Nummer hier, das Ding. Das ist wirklich eine Nummer. Das sieht auch gut aus. Also mir gefällt es. Nachdem ich jetzt hier das Grünzeug hier vorne weggenommen habe, ne, was hier normalerweise hier vorne rausguckt, weil das stört mich. Das versaut mir das ganze Bild hier vom Haus. Gefällt mir so besser. Da sage ich mal, passt so besser. Auf jeden Fall. Und so die Struktur, alles. Ja. Ist gut. Da haben sie sich gut was einfallen lassen hier. Vor allem hier vorne die
die Zäune mit den Roboterarmen. Da sind eine Menge Roboterarme hier drin an den Zäunen. Also hier haben sie nicht gespart. Gut, ich sag mal, es sind auch viele kleine Teile, aber auch ziemlich viele große Teile bei. Ist nicht so, dass es nur kleinteilig ist. Da haben die wirklich schön was gemacht hier. Und wer Teile braucht für irgendein anderes Modell, der hat hier freie Auswahl. Das klappt. Das ist wunderbar. Da kann man nicht meckern. So, ich werde dann erstmal wieder versuchen, dass ich das Ding jetzt zusammen geflickt komme, da, das Treppengeländer. Weil das ist mir eigentlich auch. Ach, ich weiß nicht, ob ich da diese Stangen weglasse. Da guckt nachher sowieso keiner mehr rein. Das ist alles bloß. Ah, dieses Treppengeländer, das ist. Ich sag mal, das Treppengeländer der Hölle. Das hätten sie anders lösen können oder sollen oder. Keine Ahnung. Gefällt mir so nicht. Also nicht wirklich. Gefällt mir so wirklich nicht. Was kann ich hier sehen? Der kommt noch da. Aber ist ja auch noch einer. Ich guck mal, wie das hinkommt. Ja. Könnt ihr mal unten reinschreiben, was ihr von dem Haus haltet. Preislich, weiß ich so, um die 200 Bali oder eben hier in Deutschland, weiß ich, 250 Euro, was es kostet. Also Bali, glaube ich, um die 200 und hier kostet, glaube ich, 250 oder sowas. Das ist überhaupt kein Ding bei fast knapp 8000 Teile. Kannst du nichts verkehrt machen. Auch wenn es das Modell nicht gefällt. Wenn einer mockt oder was und braucht die Steine dafür, bietet sich das an. Da sind ein Haufen Mauersteine bei und ach, hast du nicht gesehen. Allein die ganzen Fliesen, die hier drin sind, das ist ja jedes Stockwerk, ist ja gefliest ohne Ende. Und hast einen Haufen Fliesen. Das sieht schon. Also ich finde es so stimmig. Das, für mich gefällt es. Aber könnt ihr mal unten reinschreiben, ob es euch auch gefällt oder nicht gefällt. Also gut, Baumängel ist eben der Treppengeländer und der Baum. Mehr habe ich nicht auszusetzen. Ach so, und die Platte hier oben, ne? Die nicht vergessen. Weil da so. Mal ein bisschen so drücken, mal gucken, was ich hinkriege. Ansonsten. Schönes Haus. Und schön schwer. Nur mich ein paar Kilo. Ja. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bei mir auch hier auf dem Kanal. Ciao.